Der Ingwer, Singiber officinale, auch Ingwer und Imber, der Wurzelstock auch Immerwurzel und Ingwerwurzel genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Ingwer, Singiber, innerhalb der Familie der Ingwergewächse, Singiberaceae. Der unterirdische Hauptspross des Ingwers, das Ingwerrhizom, auch Ingwerwurzelstock genannt, wird als ebenfalls Ingwer genanntes Küchengewürz oder Arzneidroge verwendet. Die pharmazeutische Bezeichnung für das Ingwerrhizom lautet Zingiberis rhizoma. Ingwer ist eine ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 50 bis über 150 cm erreicht. Der dicke Stängel und die langen Laubblätter geben der Pflanze ein schilfartiges Aussehen. Es wird ein verzweigtes Rhizom als Überdauerungsorgan gebildet, das in der Erde horizontal wächst und innen gelblich und sehr aromatisch ist. Die Wurzeln werden entlang des Rhizoms als Adventivwurzeln angelegt. Die mehr oder weniger zweizeilig angeordneten Laubblätter sind ungestielt, die einfachen, parallelnervigen Blattspreiten sind 15 bis 30 cm lang und 2 bis 2,5 cm breit. Direkt aus dem Rhizom wird der Blütenstand gebildet. Er besteht aus einem bis zu 25 cm langen Blütenstandsschaft, aus hellgrünen Hochblättern, die manchmal einen gelblichen Rand aufweisen, und vielen Blüten. Die zwittrigen Blüten sind zygomorph und dreizählig. Die Blütenhülle ist nicht in Kelch und Krone gegliedert, sie ist ein zweikreisiges Perigon. 1. Die drei äußeren Tepalen sind etwa einen Zentimeter lang und spataförmig, die drei inneren Tepalen sind röhrig verwachsen. Die gelblich-grüne Kronröhre ist 2 bis 2,5 cm lang. Die drei Kronblätter sind etwa 1,8 cm lang, das zusätzliche, kürzere, Kronblatt, das Labellum, die zwei petaloiden verschmolzenen Staminodien im inneren Staubblattkreis, ist dreilappig und rötlich gefärbt und hell gepunktet, die zwei kleinen, seitlichen Lappen des Labellums sind etwa 6 mm lang, das fertile Staubblatt im äußeren Kreis, gegenüber dem Labellum, ist dunkelviolett mit einem kurzen, rinnigen Staubfaden und einem etwa 9 mm langen, langgespornten Staubbeutel, welche zusammen den Griffel umgreifen. Es sind im äußeren Staubblattkreis zwei petaloide Staminodien vorhanden. Drei Fruchtblätter sind zu einem unterständigen, dreikammerigen Fruchtknoten verwachsen. Der lange Griffel ist vorstehend. Es werden Kapselfrüchte gebildet. Die schwarzen Samen sind von einem weißen Arillus umhüllt. Die Chromosomenzahl beträgt 2n ist gleich 22. Der Geruch des Ingwers ist aromatisch, der Geschmack brennend scharf und würzig. Wesentliche Bestandteile sind dabei ein ätherisches Öl, Harzsäuren und neutrales Harz sowie Gingerol, eine scharf aromatische Substanz. Das Gingerol verleiht dem Ingwer die Schärfe. 3. Weiter enthält Ingwer Zingiberin, Zingiberol, Shogaiol und Diarylheptanoide. Außerdem enthält das Ingwerrhizom auch die verdauungsfördernden, magenstärkenden, Appetit- und kreislaufanregenden Stoffe Borniol, Siniol, die Scharfstoffe Shogaiol und Zingeron, 4, sowie Vitamin C, Magnesium, Eisen, Calcium, Kalium, Natrium und Phosphor. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.